Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Sky Factory 3. Heute wieder mit Glubschaugen, wie ihr gerade gesehen habt. So, was haben wir vor? Ach ja, wir wollten den Synthesizer bauen, genau. Und eine Smiley-Wolke. Die war in einer Lootbox drin. Oh, die verschießt sogar Herzchen, genauso wie die Flagge. Also, es gibt hier einige Sachen in der Lootbox. Wie gesagt, wir müssen auch nochmal bei der Mob-Farm vorbeigucken. Ihr seht das, da stehen schon ein paar mehr Kisten. Hat sich ein bisschen was gesammelt. So. Das hier sind die Teile der Sequencers, die ich euch hier nochmal zeige, wie man sie baut, weil das wisst ihr. Die beiden Sachen wisst ihr nicht. Die haben wir noch nicht gebaut. Dementsprechend zeige ich euch das mal kurz, wie das gebaut wird. Das sind nämlich einmal die Wooden Barrel und einmal die... Na, wie heißen die Dinger noch? Wooden Barrel und die Fancies, genau, die Zäune. So, Wooden Barrels, habt ihr gerade schon gesehen. Das ist dieses Traded Wood. Also sprich, einmal das Kerosäuel aus dem Tank nehmen, in den Eimer, hier in den Tisch packen in der Mitte, achtmal Holzbretter drumherum und dann kriegt ihr 8 Traded Wood Planks. So, daraus machen wir uns die Tanks. Und dann nehmen wir hier noch 2-mal, das war falsch, 4-mal Stahl und 2 Stahl Rods. Da wisst ihr ja mittlerweile auch, wie die hergestellt werden. Und dann kriegt ihr die Steel Fancies. So, dann machen wir uns nochmal schnell hier die 3 Hebel. So. Einen brauchen wir ja für den Sequencizer und 2 brauchen wir für das gute Stück hier oder für die beiden mit den Rohren. Denn ich habe ja gesagt, ich möchte einen Zwischenspeicher bauen, damit die Maschinen auch arbeiten können, ohne dass wir immer gucken müssen, sind sie voll und sie dann wieder abschalten. Naja, mit dem Fermenter. Ich habe das hier schon mal ein bisschen erweitert. So wie ich mir das denke. Aber ich sehe gerade, dass das hier nicht... So müsste das sein. Ja, genau. Da war ja zu viel. So, erstmal bauen wir jetzt den Sequencizer auf. Gucken wir mal wieder in unser schlaues Buch. So, bauen wir... Ganz locker. Okay. Ja, ist okay. Ist okay. Geht das auch ein bisschen langsamer? Also ich meine, ich weiß, wie der aufgebaut wird, aber... Ist immer ganz schön, wenn man das sehen kann und das nicht so schnell durchläuft, ne? So. Die Grundstruktur ist die gleiche wie beim Fermenter. Zack. Ja, bei den Pipes wieder das gleiche Spiel. In die Richtung, in die sie gucken. Da wird dann der Ausgang sein, so wie beim Fermenter auch. Einzige ist halt hier, dass du, oder dass man halt gucken muss, diese Wooden Barrel hier. Das war, glaube ich, so. Und wenn man dort ist, müssen wir gucken. Ich glaube, der Kolben oben drauf einfach nur, ne? Ja. Zack, und die Zäune dazu. Ja, Zäune hinten rum. Und den Kolben oben drauf. Den müssen wir gerne noch umdrehen. Und mir fällt gerade auf, wo ist mein Hammer? Da ist mein Hammer. Meine ich doch. So. Wenn ihr Rechtsklick auf den Kolben macht, könnt ihr ihn drehen. So, dass er nach unten dann auf die Dinger zeigt. Und jetzt geht ihr an die Seite und klickt Rechtsklick auf den Mittler, auf das mittlere Fass. Zack. Und da haben wir den Industrial Sequencizer. Mir fällt gerade auf, haben wir gar keine... War in der Kiste gar keine... Kollektoren, um den Strom abzunehmen. Fehlt uns auf jeden Fall noch ein. Dann klicken wir hier nochmal auf den Schalter, damit wir das auch, das Redstone-Signal hier invertieren. Hoppala. Zack, Hebel drauf. So, jetzt haben wir natürlich einmal von hinten den Hebel und einmal von vorne, aber da können wir später nochmal mit dem, da gehen wir vielleicht bei und machen eine zentrale Steuereinrichtung, da muss ich nochmal gucken. So, jetzt nehmen wir uns hier die nehmen wir erstmal die 4 einzelnen. Wieso habe ich eigentlich... Ich glaube, die 4 einzelnen brauche ich, glaube ich, gar nicht. Zack, zack, zack. Das hier sind die Zäune, die Traded Wood Zäune. Genauso herzustellen wie die Stufen und die Planken und alles. So. Das war jetzt...
Genau, das war. Ja, setzen wir doch einfach mal einen daneben. Ich meine, warum nicht? Wir können ja ein bisschen was von dem Material verschwenden, was wir hier so haben. Okay. Jetzt bauen wir die Dinger mal ab hier. Zack. So. Zack. Nummer 1. Und Nummer 2 so. Oh nein. Oder? Ah doch, es passt. Juhu. Und Nummer 2. Wenn wir da jetzt mit dem Hammer irgendwo Rechtsklick drauf machen, dann haben wir hier zwei Tanks. Fluid-Tanks. Die schließen wir jetzt natürlich dementsprechend an. Dafür haben wir hier unsere Pipes. Machen das auch gleich mal. Hoppala. Mal schön mit Sneaken ansetzen. Na, ich lasse sie so ein bisschen im Boden laufen. Ich wollte sie zuerst ganz versenken, aber. Hab mir gedacht, so, ach, warum? Muss ja auch nicht sein. So, und dementsprechend. Fühlt er sich schon? Nein. Ist da überhaupt was? Ja, ist voll. Ich glaube, wenn ich den jetzt anschalten würde, dann würde er gleich rüberlaufen. Können wir gleich mal testen. Aber wir wollen jetzt natürlich auch. Nein, das. Moment. Das wollten wir nicht. Da soll das dann nämlich weitergehen. So. Was noch wichtig ist bei den Tanks, damit die auch abpumpen, ist, wir setzen uns hier unten einen Hebel dran. Sodass die dann quasi weiterleiten, wenn da was drin ist. Weil sonst leiten die Tanks nicht weiter, sonst stehen die einfach nur rum. Füllen sich auf, aber geht nichts raus. Das muss ja nicht sein. Und so geht da definitiv was raus. Wollen wir mal gucken, ob er das jetzt macht, wenn wir den jetzt hier anschalten. Ja, ihr seht das? Das Ethanol wird hier fleißig rausgezogen. Er fängt auch gleich an zu arbeiten. Stoppen wir natürlich gleich, weil wir ja den Sequencer gleich noch in Gang setzen wollen. Und hier auf die Anzeige, da füllt sich der Tank mit. Ist ganz gut, weil der Dieselgenerator doch ein bisschen mehr an Biodiesel braucht. Also ist vielleicht ganz gut, wenn wir einen Zwischenspeicher haben. Wir werden zwischen Biodieselraffinerie und Dieseltank auch nochmal, Dieselgenerator auch nochmal einen Zwischenspeicher setzen. Sodass wir halt immer möglichst keinen Leerlauf haben. Das ist, denke ich mal, eine sehr gut komfortable Lösung. So, jetzt schalten wir den hier mal wieder ab. Der würde jetzt so lange weiterarbeiten, bis dieser Tank voll ist. Logisch. Ja, das muss er jetzt nicht. Das werden wir jetzt, denke ich mal, demnächst, sobald wir genug Energie haben, lassen wir die durchlaufen, weil ihr seht, dass die verbrauchen ziemlich schnell ihre Rohstoffe. Und dementsprechend ist das ein bisschen blöd, wenn man keinen Nachschub hat. Das ist wie bei dem Sequencer jetzt. Ne, wir haben jetzt hier gerade mal 9 Kartoffeln als Nachschub, aber wir haben für den Sequencer hier, da nimmt man Weizenkörner. Für das Pflanzenöl. Ich denke mal, man kann auch Rapsen nehmen. Ich habe bloß noch keinen Raps. Ich muss es mal ausprobieren. Ob der Raps auch geht. Wir können mal kurz gucken, ob wir noch ein bisschen Kartoffeln haben hier. Kartoffeln hatten wir, glaube ich, auch nur so ein kleines Feld, ne? Hatten wir überhaupt Kartoffeln? Ja, wir hatten Kartoffeln. Das war schon alles an Kartoffeln. 6 Kartoffeln. Da müssen wir auf jeden Fall noch beigehen, dass wir da mehr kriegen. Weil das Farm, was wir da unten hatten, das war schon mehr als ausreichend. Also hat schon länger gedauert als geplant. Muss ich mal gucken, habe ich gar keinen. Ich habe keinen Collector mehr. Das ist schlecht. Mal eben kurz gucken hier. Wir brauchen einen. Das war der. Kupfer und gebrannter Ton. Hab ich noch Sand? Ja, Sand kann ich gleich noch besorgen. Nee, Sand muss ich jetzt besorgen. Moment. Jetzt zeige ich euch gleich mal meine neueste Errungenschaft. Ist dieses kleine, aber feine Gebäude. Habe ich gestern gebaut. Und wir haben gestern ein Schweinchen gekriegt. Hallo, Mr. Schwein. Dieses feine, kleine, aber feine Gebäude ist meine Sandhühnerzucht.
Ja, sie sind biologisch gehalten in einem Nistkäfig. Das ist das, was ich gestern gesagt habe. Ich baue diese Nistkäfige, weil der sammelt alles auf, was die Hühner droppen, was sehr vom Vorteil ist. Und entweder man geht dann bei und nimmt sich dieses Tierfangnetz, mit dem man die Tiere da reingesetzt hat. Und guck mal, der hier müsste, glaube ich, der erste sein. Ja. Machen Rechtsklick auf den Gehege, dann nehmen wir alles raus. Und haben das dann im Inventar. Diese Sandhuhneier, ja, die blockieren halt richtig viel. Ich werde das später so machen, ich werde einmal durchgehen, werde das alles abfarmen. Dann fällt es hier in die Mitte rein. Also dann wird das hier in der Mitte von dem Advanced Collector aufgesammelt. Geht hier in die Kiste. Und dann geht das nach unten in der Sandproduktion weiter. Also gerade den Sand. Den Rest müssen wir rausfiltern. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen mit dem Rausfiltern. Sodass Sand nach unten geht. Etc. Aber jetzt brauchen wir erstmal aus dem Sand. Ich nehme erstmal 4, das reicht. Ja, mal nicht übertreiben hier. Aber wir können jetzt mal den Steinhammer hier loswerden. So, da dürften wir noch. Oh, haben wir gar nicht mehr. Okay. Dann machen wir uns nochmal schnell Ton. Ja, und Mist, ne? Das ist halt wichtig, dass der Hühnermist halt so gut wie es geht aufgesammelt wird. Dafür ist das für mich ganz wichtig gewesen, dass ich da so ein. Na, wie heißt das Ding? Einen Stall hinbaue. Oh, hier ist ein Stein drin. So, noch Kupfer holen. Haben wir noch Kupfer? Ich glaube, wir haben Kupfer, oder? Ah ja. Zu Kabel haben wir noch zwei dabei. Das ist perfekt. Na, so mit den Nistgehegen geht nichts flöten. Das sammelt sich dann. Und dann machen wir einmal Rechtsklick drauf und dann haben wir das ganze Zeug im Inventar. Was sehr komfortabel ist, ne? Weil sonst ist ja immer schon mal was auf den Feldern liegen geblieben und das muss ja nicht sein. So, Sequencer. Dann wollen wir dich doch mal anschließen. Ja, das dürfte passen. Hoffen wir es. Perfekt. Da kriegt er auch schon Saft. Dann wollen wir hier mal die Weizenkörner reinpacken und dann geben wir hier mal Gas. Jetzt fängt er nämlich an. Na, hier schön mit dem Kolben. Schön zu pumpen. Und dann haben wir auch schon das erste Pflanzenöl im Tank. Also, das ist schon eine sehr komfortable Lösung. Und dementsprechend erzeugen wir jetzt Ethanol und Pflanzenöl. Wie gesagt, bei dem Pflanzenöl will ich gucken. Es gibt noch Raps als Pflanze und Raps ist meiner Meinung nach doch als Öl ein bisschen besser geeignet als Weizenkörner. Aber ich habe, glaube ich, aktuell, ich muss mal gucken hier. Ich habe hier Weizen, ich habe hier Mais. Wenn du überlegen musst, was ich mit dem Mais mache. Und Industrial Hemp Fiber. Aber ich habe noch keinen Raps. Ja, vielleicht filtern wir mal ein bisschen, dass wir ein bisschen Raps kriegen. Und probieren mal aus, ob das mit Raps überhaupt funktioniert. Und schauen wir mal. Kartoffeln brauchen wir auf jeden Fall auch ein größeres Feld. Wir werden wahrscheinlich. Jetzt brauchen wir nämlich das Weizenfeld nicht mehr. Weil man musste aus Weizen, haben wir die Strohballen gemacht. Aus 5 Strohballen hat man ein Nistgehege gekriegt. Das kombiniert mit 7 Holz. Brettern erzeugt ein so Nistgehege. Und dann setzt man da halt die Tiere rein mit diesem Tierfangnetz. Und somit spare ich mir diese ganzen kleinen einzelnen Felder. Es ist auch ein bisschen aufgeräumter, finde ich. Ne? Also, habe schon überlegt, ob ich noch einen Schafstall baue für meine Schafe. Für mein Schweinchen brauche ich das nicht, aber hat auf jeden Fall grün gekriegt. Ja, guck mich nicht so traurig an, ich habe gerade keine Karotte dabei. Ah, wollen wir mal gucken. Wir werden, denke ich mal, auch irgendwie die nächsten Tage oder nächste Woche oder am Wochenende, werden wir mal einen Livestream machen, wo wir unser Wohnhaus nämlich bauen. Das steht ja auch noch an, ne? Wir haben jetzt hier einen Schafstall, sag ich schon. Einen Hühnerstall, aber wir haben ja gar kein Wohnhaus. Ist ein bisschen schade, da müssen wir mal gucken. Entweder bauen wir das hier hinten raus, sodass die Felder davor sind. Oder wir suchen uns einen vernünftigen Platz, vielleicht auch hier daneben.
dass wir Ställe haben und dass wir da das Haus dran bauen. Ich muss mal überlegen, wie wir das genau machen. Und dann schauen wir da weiter. Also wir mal in die Mob-Farm gucken müssen, was alles drin ist. Da gucken wir morgen, denke ich, mal rein. Wenn wir den Biodiesel, die Biodiesel-Raffinerie in Gang nehmen. Und das soll es für heute gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Wie gesagt, geht jetzt langsam hier los, dass wir anfangen mit Maschinenproduktion. Und das alles automatisieren. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und einen Kommentar da lasst. Und schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Mir macht es auf jeden Fall weiterhin Spaß, hier das Projekt voranzubringen. Ich hoffe, euch auch beim Zuschauen. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch dieses Video anschaut. Und sag, bis zum nächsten Mal.